Heute ist Herz-Jesus-Sonntag. Sobald es dunkel ist, lodern wieder die Herz-Jesu-Feuer. Die Vorbereitungen dazu waren lang. Wir haben sie heute in Eppern mit der Kamera begleitet. Es ist 3:15 Uhr. Die Schützenkompanie Eppern ist angekommen auf dem Matschatscher Kofel. In wenigen Stunden soll dieses Kreuz hier erstrahlen. 44 Kübel werden dafür gefüllt und schließlich aufgehängt. Gefragt ist auch Mut. Respekt hat man schon, aber man weiß, wenn man es macht, kommt ein schönes Ergebnis raus. Und nach oben ist die Aussicht nochmal besser, nochmal toller, sieht man alles schön. Und wenn man unten ist, kann man noch genießen, wenn es noch auf Nacht leuchtet. Dieses Feuer ist dann das Ergebnis wochenlanger Vorbereitung und für viele ist es ein Fixpunkt im Kalender. Herz-Jesus-Sonntag ist nicht nur Feuer machen, heil heißt auch zusammenkommen, Gemeinschaft und Kameradschaft erleben, Brauchtum zu pflegen, das alte Brauchtum hochleben zu lassen. Und ja, ein wunderschöner Tag im Jahr. Wie das Feuer gehört auch die Prozession zum Herz-Jesu-Sonntag. Bischof Ivo Musa hat heute dazu aufgerufen, das Feuer des Friedens zu entzünden. In Markreit. Ja, es war eigentlich ziemlich überraschend. Der Pfarrer hat uns erst vor zwei Wochen praktisch mitgeteilt, dass der Bischof eben seins kommen möchte. Und dann haben wir uns halt geschaut, vorzubereiten und das Möglichste zu machen. Ja. Aber welche Rolle spielt die Kirche an diesem Tag eigentlich noch? Stehen die vielen Feuer nicht im Vordergrund? Weltliches und Geistliches gehören zusammen. Ich möchte hier auch keinen Spalt auftun. Es ist aber wichtig, dass die Herz-Jesu-Verehrung nicht einfach aus dem kirchlichen Kontext auswandert. Es geht darum, dass wir auf denjenigen schauen, dessen Herz schlägt für Gott und für die Menschen und von ihm die Sprache der Liebe lernen. Das tut uns gut, persönlich in unseren Beziehungen und der ganzen Gesellschaft. Der Bischof jedenfalls freut sich über jedes Feuer. Auch das der Epperner Schützen dürfte er von seiner Dachterrasse in Bozen aus sehen.